Ich wünsche euch mal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tomb Raider 3. Ja, und ja, Undertale-Musik ist auch immer so beruhigend. Und damit hallo Chris und hallo Eve und ja, und hallo Spiel. Na ja, ach wunderbar. Klappt ja mal. Ach ja, und heute ohne Kamera. Geh weg. So. Ja, heute ohne Kamera, weil ich sitze hier einfach gerade da wie so ein Häufchen Elend und ich will euch das nicht antun. Und Job Simulator ist gekauft. Wunderbar. Ja. Area 51, das genau, das müsste hinkommen. Ich habe natürlich vorher nochmal nachgeguckt, weil ich mich nicht erinnern konnte, wo wir stehen geblieben sind. Dann habe ich es gesehen, es ist mir eingefallen, wir waren hier. Ja, Elends Annie. Ein kleiner Sack einfach nur, ja, so da sitzen. Ach. Ich sehe wirklich unglaublich müde aus und ich bin doch unglaublich müde. Ich habe gerade noch ein Cappuccino neben mir stehen, ich habe ein bisschen geschlafen noch, aber ich habe eigentlich heute frei gemacht und ich verstehe die Welt nicht mehr, aber ist okay. Das muss halt auch mal sein. So, jetzt kann ich den Chat wieder zumachen hier, danke. Jetzt kann ich auch nach der Arbeit weiterarbeiten. Und das vollkommen ohne Bezahlung. Super. Ja, und dann mit Lara. Also ich werde mal sehen, wie lange ich heute mache. Ich habe erst überlegt, ob ich es direkt absage. Aber ach nee, das kann ich weder euch noch mir antun, weil dann wird sich das alles noch in ein Jahr hinziehen. So, und ich glaube, ich habe beim letzten Mal eigentlich schon alles richtig gemacht. Ich muss nur mal gucken, welche Schalter ich genommen habe. Ich glaube, den auf jeden Fall. Genau, der ist richtig, weil der zeigt irgendwie die Tür zeigt und ich habe mir schon gedacht, das wird bestimmt richtig sein, weil irgendeiner von denen hat nicht funktioniert. Welchen habe ich denn noch genommen? Ich hatte irgendwie zwei nebeneinander genommen. Was ist der? Ja, und irgendeiner ist es dann halt noch. Bist du der Auserwählte? War der in der Mitte? Okay, das war jetzt super easy. Gut. Dann hätten wir schon mal einen guten Start. Ja, das ist noch zu. Puff, ja, ich hoffe, euch geht's ein bisschen besser. Also, ja, Eve ist jetzt happy mit ihrem Job-Simulator. Ja, was? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Hier geht's so zurück in den Raum. Oh Mann, will ich da rein? Grinz. Shit, welche Tür habe ich eigentlich geöffnet? Ich weiß, sie wurde gezeigt, aber welche Tür habe ich... War das schon immer schwarz, der Hintergrund? Das ist gruselig. Das Schöne ist, ich habe jetzt High Ground. Und konnte ihn einmal anschießen. Das sind zwei Guys, ne? Unter mir ist so ein Ding. Da vorne ist ein Ding. Blöde Nachbarn immer. Was hatte ich denn noch für Waffen? Oh Gott. 6 mit einem Gewehr. Oh, 17, das hat Igel. Ich will das nicht verschwendern. Au. Nicht Lara. Nein! Ich lade. Oh, Lara, mach doch nicht sowas. Ah, wenn ich da jetzt wieder rauskomme, möchte mit dem Fokus, das ist doch gar nicht möglich. Ich glaube, ich renne einfach nur. Ich hoffe, das war nicht auf einer von den beiden Seiten. Ich befürchte schon, aber... Mann, ist der gelassen. Sieht nicht gut aus. Ich kann sagen, wieso stirbt er nicht, aber da hat das ihn endlich doch dahin gerafft. Das ist okay, würde ich sagen. Da wir ja sowieso immer nicht so viel heilen werden. Und mal hier vorsichtig runterlassen. Was? Woran bin ich gestorben?
passiert? Da war doch nichts. Da ist doch gar nichts. Oh, oder war das vielleicht doch der Laser, der da ist? Was zum Henker geht hier vor? Au, warum kommst du denn jetzt auf einmal her? Au. Das macht er sich ja richtig wichtig. Großartig. Sollen wieder ein bisschen Leben rum. Ich muss hier echt nachgucken, wie lange das Level noch geht. Und dann würde ich da ein bisschen sicherer sein, aber. Ich werde es mal ein bisschen riskieren und vielleicht finde ich ja nochmal so ein Kristall oder beende einfach das Level. Hier sterbe ich nicht. Noch nicht. Da war noch eine Linie. Shit, oh Mann, sieht man die manchmal einfach nicht. Das ist so gemein. Ich weiß echt nicht, ob es an dem Spiel liegt bei mir hier. Aber vielleicht sollte ich doch echt noch den Patch machen, an den ich denke. Das ist ja grausam. Ja, ein Patch, der alles in sexy HD umwandelt. Ich habe ja noch mal einen gefunden gehabt. Der soll ein bisschen mehr bieten. Oh, das ist richtig kacke hier. Ich werde jetzt nach drüben springen, einfach unten durchkrabbeln, weil das ist bestimmt sicherer. Halt die Fresse. Ja, Patch. Mhm. Genau, er patcht. Was ein Patch tun sollte. Fix, dass alles schön ist. So, was ist jetzt? Hier ist nichts passiert. Nee, das ist so ein Handdruckgerät. Ein Handdruckgerät. Das ist die offizielle Bezeichnung. Ich habe Patent angemeldet. Bitte nicht noch. Oh, jetzt sieht man das wieder nicht. Es ist doch. Gott. Spiel. Wirklich. Kriechen noch eine Heilung. Das bringt ja sonst nichts weiter. Ich habe heute noch kleine Packs, aber die werden reichen. Die müssen reichen. Achso, da waren Kisten. Was ist denn? Ich werde beschossen! Oh, das gibt's doch nicht. Warte mal, waren die beim letzten Mal nicht auch noch Linien? Oh, doch mal speichern. Laden natürlich. Also ich will das nicht hinnehmen. Die haben mich ja schon wieder fast weggeschossen. Ich brauche diese Heilung. Oder ich muss halt einfach wirklich rennen. Ja, so ist besser. So ist viel besser. Speichern! Mann. Ach, ist das fies, ey. Und ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber ich glaube, das ist ein UFO. Konnte ich das nur verdrängen, dass wir hier ein UFO haben in Area 51? Das ist ein Scheiter. Ich glaube, wir kommen hier nicht wirklich so rein, oder? Doch noch ein Secret Loch? Nee, aber eine richtige Ecke. Okay, vielleicht brauchen wir noch einen Schalter. Brauchen wir einfach nur die Autoschlüssel, würde ich sagen. Ja. Boop. Ich brauche schon wieder so eine CD. Haben wir irgendwas dabei? Nee. Natürlich nicht. Was ist das? Natürlich ist hier alles zu. Natürlich. Aber gut, wir haben ja davor noch den Schalter gehabt und irgendeine Ecke. Hier. Ja, eine Leiter in der Ecke. Ecke zum Klettern. So.
das jetzt das Ding oder war das weiter oben? Sind wir einfach drei drinne jetzt? Nein, das ist immer noch zu. Ach, schade. Will er doch rein. Und dieses Pochern wieder. Ist so vermisst. Ach, hier haben wir was geöffnet. Wie weit soll ich noch gehen? Da hinter mir war irgendwas. Oh, ich sehe wieder gar nichts. Großartig, danke Spiel. Du bist ein Held. Oh, richtig gelandet. Ha. Ja, gut. Das ist ein Speicher. Ja, also, ja doch. 10 Minuten und ich bin gestorben. Hey. Ich wollte gerade sagen, sieht echt ganz gut aus, aber wieso ist sie da jetzt runtergefallen? Ach Gott. Aber habt ihr es gesehen? Da lag noch was drauf. Wir brauchen das bestimmt noch. Ich glaube sogar, dass es unser Ziel hier ist. Ich wollte sie uns einfach nur ganz nett drauf weisen. Ach Gott, jetzt vorsichtig hier aber. Ohne Schaden. Wow. Ist das jetzt direkt unter uns? Ah, weiß nicht, ob wir. So, perfekt. Nimm. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt Abschusscode? Abschusscode? Das ist aber keine CD. Was war vorher in dem Level noch? Ich befürchte, wir hatten da noch irgendwo was anderes, ne? Wo das rein muss. Ja. Ich weiß doch, dass die CDs reingehören. Code, Code, Code. Wo war der Code? Oh shit, wir werden gleich wieder abgeschossen. Hab ja gespeichert. Und jetzt wird auch nicht auf mich gefeuert. Ja, guck mal, hier sind wieder die. Ein Lara-Sprung. Noch ein Sprung. Noch ein Sprung. Ja, wunderbar. Hatte ich hier nicht auch irgendjemanden, der für mich kämpft? Ich bin doch hier auch schon irgendwie befreit. Jetzt kommt mir gerade so vor, als ob wir zum ersten Mal lang rennen und dann sehe ich das und ja gut. Ich schätze, wir müssen irgendwie wieder zurück. Das war davor noch. Oh Gott. Oh Gott, das wird doch nichts. Nee, nochmal speichern. Ich habe nur wieder keine Ahnung, wie ich genau Abstände einzuschätzen habe. Wenn das alles ist. Ach nein, das Ding. Oh, es kann eigentlich auch wegbleiben, finde ich. Oh Gott, kommen wir hier rüber? Beim letzten Mal schon nicht geschafft, ne? Nochmal. Achso, wir sind ja auch nur durchgefallen, weil wir uns nicht festhalten konnten. Jetzt können wir ja quasi ins Loch springen. Hau ab. Hier nichts riskieren. Au! Uns hat nicht funktioniert. Okay. Hat ziemlich weit genug gesprungen. Dankeschön. Ja, du kannst dich wunderbar drehen. Ich habe das gesehen. Schon mal weg. Schnell weg hier. Oh, sind wir hier richtig? Nein! Sind wir nicht! Ach, Mann.
Ist das jemand markieren? 1, 2, 3. Es sieht halt einfach alles gleich aus. Oh Mann, ich habe Angst, dass heute der ganze Chat einfach nur mit Ton gefüllt wird. Hier sieht man es ja halt doch noch. Dann davor. Ja, wird's sowieso immer, aber es ist halt einfach. Ach. Konnten wir rüber? Ja, okay. Hoch. Hier ging es dann auch wieder runter auf die Bahn. Oh Gott, und sie springt zum Glück nicht runter. So. Nein! Jetzt zuckt mich. Lara. Nochmal. Mutig, mutig. Ich wünsche dir viel Erfolg. Du schaffst das natürlich. Okay, vielleicht nochmal vernünftig hinsetzen. Nein! Nein! Ah, das war ein Fehler. Ach, direkt in den Ladescreen. Während sie da hing, ist sie gestorben. Und sie wird da noch heute hängen. Oh Mann. Happily ever after. Das heißt nicht einfach fest. Ja, ja, das ist wirklich ein Tod. Ohne Scheiß jetzt. Das Ding habe ich da einfach hingelassen. Ah, herrlich. Naja, wenn wir das Level heute fertig bekommen, reicht das bestimmt. Weil ich hier sicher nicht runterkomme, ohne mich zu verletzen. Guck mal, hier ist ja alles sicher. Es dauert ihr zu lang. So kann man nicht genügend farmen und so. Wenn das einfach zu spät gestartet wird. Ach doch, guckt mal hier. Hier sind wir. Beim Essen. Oh nein. Aber oh, puh. Guten Appetit auf jeden Fall. Bloß nicht ablenken lassen. Ach so, natürlich hier muss der Code rein. Warte mal, der Abschusscode? Wollt ihr mich verarschen? Soweit ich weiß, ist über uns diese blöde Rakete. Ja klar, warum nicht? No. Was? Nein. Man kann nichts gemacht. Solltest du nur speichern. Jetzt ziehe ich den Knopf auf. Button drücken. Oh. Und die Tür ging auf. Wir haben was vor. Was? Es ist ja wirklich grandios. Ein Verarschenspiel? Ja. Ja, Lara, ist gut. Wir machen jetzt mal die Karte wieder rein. Das war offensichtlich wirklich Raketenfeuer in mein Po. Oh Gott, ey. So, neu ausrichten. Neu speichern, weil dann wird sie auch nicht gleich mit einem Nein antworten. Wenn wir jetzt hier mal laden. Wartet mal kurz, wie man dieses... Oh shit, das wollte ich nicht. Ah! Ich komme hier nicht mal rum in der Zeit. Ja toll, Chris war halt abgelenkt mit Essen. Mm. Kann er doch gar nichts für. Ein Sprung nach hinten. Ein, zwei und dann rennen. Vielleicht schaffe ich es ja. Eh nicht. Ah! Boah, ey. That game. Ist aber nett gewesen.
Welcher Idiot hat hier unten die Kommandostartzentrale aktiviert? Oder hätte ich einfach nur die Tür irgendwie schließen müssen? Das ist doch... Kinders, könnt ihr doch nicht machen. Ich tick dann bestimmt eine Auszeichnung dafür bekommen. So doof. So, und jetzt ist die Rakete weg. Achso, ich glaube, da war noch ein Weg für uns zu laufen. Ganz schön dämlich. Aber irgendwie macht es gerade so ein bisschen Sinn, finde ich. Weil irgendwie so ein bisschen Backtracking ist völlig richtig. Eigentlich kommt das ganz gut hin, so. Müsste sich etwa vorher dran erinnern, wo was ist. Jetzt natürlich wirklich beim nächsten Mal so irgend generell so ein bisschen versuchen, nach Ende des Levels irgendwie den Stream noch zu beenden. Dass man das ein bisschen durchhält. Aber ich hätte mal nie sagen können, wie lange die Dinger sind. Das ist schwierig. Das wird eh nicht klappen, deswegen lasse ich es auch sein. Ich glaube, hier waren wir ja schon mal. Genau, jetzt ist das Ding auf. Hier hatten wir, glaube ich, die CD aus dem Hintern von dem Typen gefischt. Oh, doch, da hinten. Ich dachte gerade, hier liegt was, aber da hinten liegt was. Oh, schafft das doch in Liebe da nicht rüber wieder. Aber großes Medkit. I need. Okay. Das wird doch schon der richtige Weg sein, denke ich. Das wird schon der richtige Weg sein, denke ich mir. Nee, geht nicht. Woran stoße ich mir immer den Kopf die ganze Zeit? Bestimmt nur so ein Fake-Ding. Muss bestimmt von der anderen Seite irgendwie ran. Wie was Hai? Selber Fisch. Ah! Da war! Ist das so ein Typ mit einem Prügel? Das ist doch. Wirklich! Ich hoffe, dass ich dahinter springen kann, dann. Jump ich einfach weg. Ich lade, es ist nichts passiert. Es war so klar, dass da noch ein Loch ist. Ah, sie springt aber auch wieder 10 Meter weit. Ach so. Von hier aus? Auch nicht wirklich. Ich will das doch haben. Oh. Achso, wenn ich sage, ich will, dann kriege ich es ja doch. Na gut. Behalte ich mich mal. So, wieder rüberkommen. Na gut, das ist natürlich wieder leichter. Dann mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Ja, man muss es nur wirklich, wirklich wollen. Das ist halt ganz wichtig. Dass du es wirklich willst. Aua! Stop beating me! So wie den Jobsimulator. Da kommt der halt auch wieder, ne? Doch alles gesagt. Der kommt wieder und jetzt ist er wieder da. Vielleicht haben sie ja irgendeine Wartung gemacht. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Magische Tür. Achso, wir sollten wieder speichern. Ich habe bestimmt schon wieder 20 Mal gespeichert, aber. Ich glaube, das hat schon alles seine Richtigkeit. Achso, dass er da irgendwie was falsch gemacht. Oh, eine Staben! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ding! Ach Gott, Lara! Naja. Naja, man lebt ja noch. Noch. Wer habe ich denn auch das große Medikit? Ich weiß genau, warum ich hier in jedem Meter speichere. Ich nochmal. Wohnt hier keiner?
Oh nein! Oh nein! Oh nein! Och Mann, ich sehe das mal nicht. Das ist nicht. Tot. It's a tot. Okay, wir nehmen Desert Eagle. Bringt ja auch alles nichts hier. Jetzt schleiche ich mich vielleicht erstmal anschleichen. Das Problem ist, der Typ wird mich sehen, so oder so. Haha, wie ein Profi. Natürlich kommt der mit dem Schlagstock zur Schießerei und. Bei mir schon. Mit dem bisschen Leben ist okay, ich heile mich nochmal. Ich habe halt wirklich kein Feedback, wenn er mich schlägt oder so. Das ist ein bisschen unpraktisch. Diesen winzigen, winzigen Balken da oben. Sehe ich doch nicht. Meint ihr, der hat noch was? Die haben irgendwie mal alle nichts für einen. Da ist eine Lücke im Zaun. Das interessiert irgendwie keinen. Na gut. Oh, ich pack sie gerade weg. Was? Och Mann, der Mistkerl. Mit diesen letzten Schüssen hier. Was soll denn das? Also diesen Level... Oh, wow, warte, das brauche ich vermutlich. Dass ich wirklich so viel Leben. Das ist unnormal. Das sind doch die ersten Level. Ich müsste mich gefühlt gar nicht heilen. Ich wollte gerade springen, aber na gut, eigentlich kann ich das auch. Keine Ahnung, einfach hier noch. Speichern, 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 speichern. Willst du mich verarschen? Sondern da hinten irgendwie runter. Zappa! Lara! Nein! Don't do it on your own! Was ist das? Ich trinke erstmal eben ein Cappuccino aus. Die spinnt doch schon wieder nur rum. Auf deine Füße auf. Okay. Was ist das ungünstig mit dem Gucken hier einfach? Oh Gott, das war so knapp. Das hast du gerade nicht gefunden. Naja, klar, bei dem Spiel lasse ich Eventleiste an. Hab's ja nur für Council. The Council ausgemacht. Bevor ich da wieder runterstürze. Und mich dann wieder am Fuß verletze. Wie ein Äffchen. Wait, I remember. Da war noch eine Tür, die war immer zu und ich habe mich gewundert. Ist das der richtige Weg? Wollen wir nach oben? Ja, wir wollen nach oben. Hier liegen ja wieder die... Oh, hier sind wir. Ich dachte gerade, wir müssten nochmal über die Schienen. Aber nein, müssen wir gar nicht. Was? Oh! Blödes Kackding! Nein! Escape. Ich bin sogar voll wehgetan, gerade beim Drücken. Ach Mann, Lara. Ach Mann, echt ey. Ich weiß genau, warum ich so oft speichere. Ich weiß es ganz genau. Brauche irgendwie noch mehr eine Shortcut-Taste als nur F5 und dann aussuchen, wohin ich speichere. Und dann besteht dann einfach so ein Autosave-Ding. Aber Lara, das tut weh. Genau. Das tut weh. Das versteht sie einfach nicht. Das ist die schlechteste Lara aller Zeiten, aber es hält sie nicht auf. Nicht mit den Füßen. Ich glaube, sie weiß einfach nicht, was sie für große Latschen hat. Vielleicht ist es das ja. Dass es ihr einfach nicht bewusst ist.
bin mir echt nicht sicher, was das jedes Mal soll. Diese Füße und dann immer dieser Dickkopf. So zwei Sachen, die vertragen sich zusammen nicht gut. CD zur Codefreigabe. Dann gib mal frei. Oh Mann, ey. Haben freigegeben. Das waren jetzt aber zwei Türen, oder? Ach stimmt. Völlig verdrängt. Da liegt noch ein Freund. Es ist halt Area 51. Was will man erwarten? Was wird den... Ah, danke. Berühren. So, ich verstehe. Nur einer? Als ob die immer alleine fliegen. Hier liegt natürlich wieder nichts. Natürlich nicht. Aber ist schon... Oh, wartet. Aber ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Ach nee, das ist nur eine Ecke. Ich dachte gerade, da wäre ein Loch. Irgendwas Schönes zum Klettern. Habe ich schon wieder gespeichert. Die Orcas. Mit denen kann man ja auch auf jeden Fall schwimmen. Oh, hier ist der. Das zweite. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Ich mal kurz gucken, aber erstmal looten. Und irgendwie sind wir hier völlig falsch. Kann das sein? Also. Oh Mann, sind die süß. Also, so sehr ich ja Wasser verabscheue, aber Orcas, Haie, Wale, das sind alles so geile Viecher, das ist unglaublich. Ja, genau da hinten ist irgendwie eine Lücke. Frag mich nur nicht, wie man da reinkommt. Ich habe das gesehen, das weiß ich. Vielleicht sogar schon zweimal, aber... Ach Mann. Oh, wir können jetzt hier rein. Ach ja, von unten kann man nicht durchspringen, aber man kann einfach so durchlaufen. Na, ist klar, ne? Ja. UFO-Action. Was war das? Die haben mich eingesperrt. Die haben mich einfach wieder eingesperrt. Schweine. Ich habe irgendwie schon wieder gar keine Erinnerung daran. Oh nein! Warte mal. Ich glaube... Oh nein, das war falsch. Das war völlig falsch. Laden. Einfach laden. Müssen wir uns auch mit denen anlegen. Ja. Die haben immer so krasse Waffen. Ich mag die nicht. Ich hab meinen Pistols hier. Achso, ich muss auch erstmal klettern. Na, schon wieder falsche Richtung. Nose! Jin ist doch gesprungen, Lara. Gut gemacht. Jetzt kann er dich von oben abschießen. Ah! Nice! So muss das. Ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwie raus müssen, aber irgendwie war vor unserer Nase auch einfach so eine Scheibe. Ja. Muss man ja auch erstmal erkennen. Da ganz oben kämpfen. For the loot! Ich höre da wen.
Oh, zum Glück, das war's aber. Und Michi Kowalski, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Stream. Und zum Ende von Area 51. Ich habe nur eine Stunde gebraucht. Ich habe kein Secret mitgenommen. Aber das ist, glaube ich, ganz gut. Ich meine, wenn ich keine Secrets habe, dann heißt das, ich bin eigentlich gut durchgekommen, ohne viel rumzusuchen. 7 Katzen. Oh Gott. Wirklich schlimmstes Level aller Zeiten, offensichtlich. Oh, Backe. So, das war's mit meinem Cappuccino. Ist vorbei. Nightflyer. Ja, ist okay hier. Das ist auch alles so klein hier. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zum Stream und so. Und ja, uns, weiß nicht. Uns? Und? Mir geht's gut. Bisschen müde. Übertragung wurde beendet. Was? Nein, was ist hier? Irgendwas stimmt hier einfach nicht. Ich mach sofort weiter, keine Sorge. Ich bin nur gerade verwirrt. Sorry. Mach einfach weiter. Jetzt dürfen sie mich endlich wieder was Neues aussuchen. Und ich fand ja, ne, war echt schrecklich. Ich fand's schlimm. Ich hoffe, euch geht's auch gut soweit. Michi und Nightflyer. Kannst dich kaum noch an das Game erinnern, zu Recht. Das Schlimme ist, ich spiele zum allerersten Mal selber. Wow! Und ich habe mich... Oh, I remember. The 4th of December, was? Nein. Aber, ja! Nice. Ich habe das Spiel schon zweimal komplett geguckt, aber noch nicht ein einziges Mal selbst gespielt. Und ich habe es ein bisschen bereut, das wirklich jetzt angefangen zu haben, aber ich ziehe das durch. Auch wenn ich alle 5 Minuten, Sekunden speichern muss. Das Release gespielt und dann nie wieder. Kann man auch so machen. Ach ja, aber hey, komm, brings back Childhood und so. Ah, Mann. Wieso wackelt gerade mein Tisch? Was ist... Erdbeben? Was ist hier los? Die Aufregung. Also ich muss sagen, für damals sexy Grafik, ne? Also... Kann man nichts sagen. Gefühlt alt, als der dritte rauskam. Wann kam er denn nochmal raus? Ich glaube, da war ich... Da war ich schon auf der Welt. Muss ja. Der dritte Teil. Ich glaube, da steht immer am Anfang da. Ich sehe es mir immer nicht. Hier ist ein Eingang. Ich glaube, hier war noch irgendwo ein zweiter Eingang. Ist noch einer. Und eins davon ist... Ist es? Ich weiß nicht. Also ich glaube, man kann es mit dem Schlüssel spielen, man kann es ohne dem Schlüssel spielen. Es kam mit 98, ja. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, aber ja. War ich definitiv schon auf der Welt. 14. Ah. Nightmare war auch schon über Childhood weit hinaus. Gut, da kannst du es zumindest richtig genießen. Oh, war das gerade ein Fehler? Oh Gott, Nara, dein Hals ist in meinem Bild. Das ist ekelhaft. Oh, und sie hat sich ja wirklich ausgezogen, sag mal, im Vergleich zu vorher. Sag mal, was, Nara? Nara, was? Kind, zieh doch mal was an, wenn... Ein gefährlicher Dschungel, das ist doch... Ich glaube, ich war ein bisschen zu voreilig, oder? Aber ich glaube, Südseeinseln sind jetzt erstmal ganz richtig. Küstendorf, genau. Genau. Mit der ganzen Ablenkung hier wieder wegpacken. Ach, 23. Übers Childhood hinaus. Also, ich bitte dich. Man ist nie erwachsen. Oder wie war das, man ist nur so alt, wie man sich fühlt? Das ist ja eigentlich der Hauptspruch. Das ist nur zum Fake. Zu klein. Sind hier wieder Schlangen? Oh, die würde mir jetzt echt schlecht sehen hier.
Bist immer noch 23. Oh, das ist sehr wunderbar. Ah! Die Guys. Die wohnen hier vorne schon? Mitten im gar nichts? Obwohl, die haben hier eine Brücke gebaut. Ich glaube, das zählt. Oh Mann, ey. Das wabbelt schon wieder. Langsam, 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 langsam. Aber ja, wir haben 2020. Nee, das ist noch original, nur mit Widescreen. Aber ich überlege definitiv noch ein Patch raufzuhauen, den ich jetzt gefunden hatte. Weil ich so viele Sachen nicht richtig sehen kann, die sind irgendwie einfach weg. Da weiß ich nicht, das macht es echt schwierig zu spielen dadurch. Wenn statt Stacheldrahtzaun einfach nur so ein paar Punkte da gesetzt sind. Es ist halt auf PC, also von die Steam-Version und oh, ich weiß nicht, ob es so daran liegt. Gut, dass sie keine Schusswaffen haben. Aber sie könnten ja ihre Speere schmeißen. Hm. Aber ich muss definitiv noch irgendwie noch mal so eine HD-Patch-Mod draufschmeißen. Das muss... Lichter, da hinten kann man noch hoch. Es sind auch nur Pistolen. Also ich glaube, momentan habe ich auch nicht mehr als Pistole, Gewehr und Desert Eagle in der Tasche. Ah, ich bin wieder so hin und her gerissen. Genau so ungefähr. Wenn ich irgendwann dran denke. Ach, vielleicht schaffe ich es jetzt am Wochenende mal endlich. So, Entscheidungsschwierigkeiten. Da geht's wirklich hoch. Ah. Wo sind wir jetzt eigentlich? Südseeinseln? Ich habe nicht geguckt, auf welchem Kontinent das jetzt ist. Man kann es nicht einfach Südseeinseln nennen. Uff! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Oh, man kommt hier sogar rein. Also, theoretisch. Ich sag ja theoretisch. Ach Mann, ey. Ich hätte doch mit Abstand. Aber okay, jetzt will ich wieder in das Wasserding rein. Ich habe auch noch einen Leiter gesehen. Das passt schon. Das passt schon. Man vorher nicht speichert. Ach Gott, warum dreht sich so blöd immer? Das passt doch eigentlich richtig gut so. Ja, was war das? Ein roter Stein. Kristall. Schlangenstein. Okay, wir haben keine Schlangen, aber wir haben einen Stein. Nee, das ist mittlerweile schon ein bisschen hochgerechnet. Das sind mehrere Spiele drin. Da ist ein bisschen Borderlands noch drin. Tomb Raider 1, 2 und Legend. Was hatte ich noch gespielt? Fahrenheit ist noch mit drin. Finde ich ganz gut, dass wir die Fackel hier lassen. Und ja, ich habe halt irgendwann aufgehört, die Sachen zu unterteilen, weil das war dann einfach zu durcheinander und irreführend, gerade für die Mods bei mir. Oh, Fahrenheit. Ja, Fahrenheit. Ach Gott, das war ekelhaft knapp. Da war doch gerade noch eine Plattform. War das die? Bin mir nicht sicher, ob wir da hin wollen. Aber ich glaube schon, ne? Dann können wir wieder zurück und dann kommen wir nach oben. Hier geht es allerdings noch irgendwie nach unten. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, ob das da unten einfach nur Gras ist oder ob das ein paar spitze Speere sind, die uns auffangen möchten. Ich glaube, mit so einer Mod würde man das anders sehen. Ich glaube, ich bereue gerade, was ich getan habe. Oktober oder Dezember? Ja, tot ist tot.
Also es war halt nervig irgendwie, das jedes Mal neu zu resetten und dann hatte man mehrere Spiele parallel oder habe ich ja jetzt auch immer noch. Es ist ein bisschen umständlich. Bisschen sehr umständlich. Muss mich eigentlich noch gar nicht heilen, aber ich kann's. Ja, genau. Also wenn ich für andere Spiele irgendwas gemacht habe, dann gibt es dann irgendwie mehr als nur Ausrufezeichen tot. Und dann ist man so, ah, was war das jetzt für ein Spiel? Und Okay, also runter kommen wir wieder jederzeit. Das ist nicht das Problem. Es geht auch leichter als über den Wasserfall. Da oben liegt noch so ein Ding. Fahrenheit ist ein richtig geiles Spiel. Also das habe ich früher schon auf der PS2 gespielt. Und ich liebe ja Quicktime-Events. Ich liebe sie wirklich. Es war ein bisschen ärgerlich teilweise zu spielen, weil ich hatte mir das jetzt für Steam als Remastered nochmal geholt. Es war sehr ärgerlich, das erstmal zum Laufen zu bringen. Ich konnte das nämlich nur starten, indem ich eine aufploppende Fehlermeldung ignoriert habe. Das Spiel wohlgemerkt im Fenstermodus auch gestartet habe. Nachdem ich die Fehlermeldung ignoriert habe, konnte ich es auf Vollbild stellen und dann konnte ich spielen. Ärgerlich war, dass ich beim ersten Mal nicht mit einem Profil gespielt habe. Also, ich sag mal so 2, 3 Stunden so gespielt habe. Die waren dann weg. Dann habe ich 2, 3 Stunden nachgespielt. Dann war es wieder auf Französisch, als ich gestartet habe und habe außerdem mein Profil gelöscht, anstatt es zu starten. Und das war so. Es ist so ein schönes Spiel und hat es so kaputt gemacht. Wieso steht denn Fahrenheit auf der Blacklist? Aber es wurde mir sogar angeboten. Das kann gar nicht sein. Was? Das hätte ich irgendwie vorher wissen müssen. Was ist das für ein Moment? Wieso steht denn das? Ach so, okay, ja gut, da war ein bisschen. Ah, ich habe nicht alle. Ja genau, ich wollte gerade sagen. Hey, was zum? Oh. Nun, tut mir leid. Aber ja, ich wollte gerade sagen, stimmt, du hast so recht. Aber ich glaube, die 10 hatte ich zum Glück nicht gezeigt. Da hatte ich richtig Glück gehabt. Da hatte ich wirklich Schwein gehabt, weil ich hatte das dann irgendwann an der Stelle für mich selber nachgespielt und es war dann so, oh, nun. Aber wieso? Oh. Empfehlen Sie einem das dann sonst? Ja, und generell war halt sehr viel Nacktheit mit drin, aber ach, kommt schon, Leute, seid mal nicht mehr so brüde. Sie wissen doch, dass es ja ab 18 ist, der Channel. Das ist offensichtlich etwas, was wir noch wollen. Ah, okay. Ja, ich hatte irgendwie mal auf Fahrenheit erst angefangen zu spielen, also mit der Einstellung für das Spiel und dann auch wieder. Das gibt halt auch dieses Indigo Prophecy Ding und das war das ja eigentlich. Also. Mein Herz hier. Sammel ein, sammel ein. Okay, und da oben wollen wir doch mal hin. Wie kommen wir denn nach da oben? Wie kommen wir wieder nach unten? Wir können hier bestimmt auch irgendwie einfach runter. Genau, Indigo Prophecy ist ja der originale Titel. Weil, wie war das? Ich glaube, die hatten einen Film, der hieß Fahrenheit. Deswegen mussten die da einen Alternativtitel für finden. Wobei sie es ja direkt auch mit in den Titel aufgenommen haben bei der Steam-Version. Aber ich kann mich an den Film nicht erinnern. Also ich glaube, ich habe den damals sogar rausgesucht. Damals. Als ich das Spiel damals gespielt habe, auf der PS2 irgendwann mal. Um mal halt nachzugucken so ein bisschen, aber ich kann mich auch gar nicht dran erinnern. Schaffe ich das? Das sind 3 Blöcke. Schaffe ich nicht, oder? Ah, just in case. Meine Hand rutscht dann immer auf die Speichertaste. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Ah! Eigentlich sieht das hier richtig gut aus, ne? Das war natürlich geplant. Ich glaube ja. 541, irgendwie sowas. Irgend so eine random Zahl. Also, es war nicht random. Ich glaube, das hatte schon einen Zusammenhang wegen Fahrenheit. Dass das irgendwie nochmal ein Nullpunkt-Gedöns ist. Ach, keine Ahnung. Oder ein Datum? Ja, was war denn das? Wie gesagt, keine Ahnung. Müsste man nochmal nachgucken.
Kann man heute vermutlich nicht mehr wirklich sehen, den Film, weil ich glaube, das war kein Trash-Film, das war wirklich irgendwie so ein halbwegs ernstzunehmender Film, der sich selber auch ernst genommen hat. Deswegen. Am Ende ist der voll gut. Die gibt es bestimmt auf Amazon oder irgendwie sowas. Die haben doch immer diese uralt Backenfilme. Moment, wir wollen doch nach da oben. Ich hoffe, ich mache hier alles richtig. Irgendwie sieht ihre Wirbelsäule gerade ein bisschen eklig aus. Halt neben mir. Nein. Ja, Lara. Ah. Ah! Oh Gott! Alter, wo kommst du denn her? Ich sehe ihn nicht. So ein bisschen was an Lebensenergie verloren. Also ich persönlich. Mein Herz, ey. Das kann er mir doch nicht antun. Stumpfhause, bitte sehr. Sollte man gesehen haben, den Film. Es tut mir so leid. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich kann das super. Ich erschrecke mich vor allen möglichen sinnlosen Sachen hier. Manchmal schreie ich dann halt auch wie ein kleines Mädchen. Jetzt Feuer. Merkt man selber nicht, wa? So, waren das jetzt alle? Ich habe ja schon gesehen, ich glaube, die müssen wir da gleich einsetzen. Tja. Verraten. Na, hoch. Ich frage mich echt, wie Lara so erwachsen oder groß werden konnte mit diesem Lebensstil, den sie so führt. Wenn ich an, war das im fünften Teil mit diesen ganzen kleinen Nebengeschichten? Oder dieser eine Horrorteil war und sie eigentlich als Kind unterwegs war? Ich, ja, mach mich immer noch kaputt. Noch den Muggelschlüssel. Haben wir gar nicht benutzt. Vielleicht kommt das ja noch. Oh, oder ich hätte mich auf den anderen Weg. Ach, keine Ahnung. Ach, die neuen Teile von Tomb Raider. Die finde ich eigentlich ganz gut, weil die sind halt so ein bisschen Uncharted-mäßig und da ich Uncharted vor Tomb Raider insgesamt gespielt habe, mochte ich diesen Style von wegen, man hat so ein bisschen Action, man hat so ein bisschen Kämpfen. Aber mir fehlen die Rätsel einfach. Also, ja genau, der Reboot. Mir fehlen die Rätsel einfach. Das ist so. Es hat leider nicht gereicht, dass ich auf 100% die Dinger gespielt habe. Also auch nicht nur für mich. Weil ich sammle eigentlich gerne auch Sachen, aber das war mir dann doch irgendwann so anstrengend. Stören wir einfach eine Party. Eigene Biene, alles klar. Oh, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal oder so. Wieso war der denn jetzt so schnell down? Sie ist sympathisch. Danke, Chris. So, eigentlich ärgere ich die ganze Zeit alle Leute hier und beleidige immer nur ungepflegt, aber ja, manchmal bin ich auch sympathisch. Fast übersehen. Nächstes Mal habe ich auch garantiert wieder eine Kamera mit an. Ist ja heute nur, weil ich wirklich das Gefühl habe, meine Augen sind geschwollen. Ich habe keine Ahnung, aber kann gut sein. Wir haben die Party zerstört. Jetzt sind alle weg. Ich dachte für eine kleine Sekunde, dass er irgendwie einen Zug lang fahren möchte, aber nein. Ja, klar. Ja, aber das mit. Gerade das in dem dritten Teil muss ich auch sagen, mit diesem ganzen Sammelzeug. Es ist einfach zu groß. Die Karte ist zu groß und die Sachen lohnt sich halt einfach nicht so richtig. Hier war übrigens auch irgendwo so eine kleine Hütte, wo so Schlamm drin war. Muss man aufpassen. Aber
Eve, du weißt ja, dass ich auch übrigens nur in den Tod springe, damit ich sehe, dass du noch da bist, damit du was zu tun hast und so. Und ja, ja. Alles in Kontrolle. Macht über Mods und so. Ist nichts. Genug zu tun. Kommst gar nicht schon wieder zum Job Simulator? Ah! Wieso müssen wir eigentlich die Leute schon wieder töten? Ich hätte mich mit denen bestimmt auch anfreunden können, oder? Achso, die ist noch aus. Achso, sorry, das wusste ich nicht. Dachte, du hättest schon wieder ein bisschen so aufgebaut und rumprobiert, schon mal runtergeladen. Oh ja, Lara ist wirklich eine kleine Springmaus. Das ist manchmal so flobbelig. So, da ist noch was zum Heilen. Drauf ist es schon, okay. Prinzipiell läuft es. Ach genau, hier ist das. Hier weiß ich immer, ob man da irgendwie von oben rankommt. Oder schnell rein und wieder raus. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch so ein Fake-Ding. Oh, Orientierung ist nicht so gut. Das Gefühl, jede Hütte sieht gleich aus. Warum denke ich das nur? Oh. Dann waren das davon wirklich Spitzen beim Wasserfall. Die sehen ja genauso aus. The Council ist... Ja, was ist denn das? Ich habe erst gedacht, das wäre so eine Art Telltale-Game. Also episodisch ist es auf jeden Fall. Du hast aber sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Du hast ein paar Rätsel und du hast sehr ein paar bekannte Gesichter aus der Historie. So. Also so... Washington und Bonaparte sind dabei und im Grunde ist es halt, ja, was ist denn das? Das ist so ein Sektentreffen und du musst dich halt mit den Leuten so ein bisschen durchquatschen. Aber so viele Rätsel, finde ich, eigentlich sind das gar nicht. Wow, der hat mich vergiftet, kacke. Also es sind halt irgendwie so, weiß nicht, so in jedem, es sind ja 5 Kapitel und ich glaube, pro Kapitel sind das so... ein großes Rätsel, wenn vielleicht auch 2. Aber so ein größeres. Oder ist es halt irgendwie mit ein bisschen Nachdenken und du hast sogar so eher Fähigkeitspunkte und sowas in der Richtung. Du hast auf jeden Fall einen Charakter, den du so gestalten kannst, wie du möchtest. Und dadurch hast du halt mehr Einflussmöglichkeiten bei dem einen oder anderen. Hier waren wir schon mal. Hier sind wir am Anfang rausgekommen. Gut zu wissen. Mal ganz kurz gucken. Okay. Aber an sich muss ich sagen, es lief ganz gut bisher mit den Rätseln. Das ist halt nur manchmal dann doch wieder ein bisschen verwirrender. Wodurch ich jetzt schon eine Hand verloren habe, aber offensichtlich stört das auch die Charakter nicht weiter. Ah, ich habe mir den Kristall schnappen können, ich Dussel. Genau, und hier haben wir den Typen gelegt. Also ich kann mich eigentlich ein bisschen an eine andere Ecke erinnern. Oh, und ich kann mich daran erinnern. Daran erinnern. Kann ich einfach versuchen, rüberzuspringen und mir irgendwelche Sachen damit sparen? Oder darf ich das nicht? Ich will es mal probieren. Nein! Also ich habe festgestellt, dass auch die Performance bei dem Spiel mittlerweile so ein bisschen mehr geworden ist. Oh, komm schon. Auf. Danke. Lara! Du weißt schon, dass da vor dir ein Gegner steht? Dann nicht. Wir laden einfach nochmal und dann macht sie das bestimmt besser. Die treffen mir gar nicht, oder? Doch, tue ich. Und das meine ich, ich sehe halt wirklich gar nichts hier.
auch sehr wichtig aus. Ja, jetzt kommen wir da durch. Ich will aber eben mal einfach probieren, ob wir durchspringen können. Ohne halt irgendwas woanders zu machen. Ich weiß halt nicht, ob wir noch irgendwas sammeln müssen oder wie auch immer. Genau, man hat das nicht gesehen, aber da vor dem Baum auf jeden Fall. Also. Übers Lara Kopf. Übers Laras. Ach Gott. Sprechen schwer heute. Jeden Tag. Also, ich kann halt auch gut dazwischen springen, ne? Oh, wer bist du denn? Das ist so ein Typ, der einfach gerne heimlich beobachtet, wie Lara im Schlamm steht. Ah, ist ja gut. Bei dem bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist schon mal ein Fehler. Ah. Zieh dich hoch, Lara. Ich glaube, sie versinkt gerade. Ich will nicht unbedingt warten, bis das passiert ist. So schlecht at aiming. Komm schon. Es war jetzt neu geladen. Weil es hätte vermutlich ein Tod werden können, aber so in 10 Minuten oder so, wenn sie irgendwann ertrunken wäre. Ich weiß echt nicht, ob ich hier irgendwas brauche aus dem Level. Ich lasse einfach alles liegen. Jeder ist sich selbst der Dieste. Ich weiß halt echt noch, wie das aussieht. Okay, weiß ich nicht mehr, nein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass ich das jetzt hier wirklich tue. Ja, okay, das war schon mal ein Fehler. Bevor sie so slowly untergeht. Ja, ist okay, ich lasse sein. Wir gehen das Level durch und ich glaube, irgendwann kriegt man eine Karte oder irgendwas in der Richtung, wo das dann so drauf gepunktet ist. Mein heimlicher Verehrer. Das ist so ein Stalker-Typ. Ich sehe dich immer noch. Ich sehe dich immer noch. Der will Verstecken spielen. Guck mal. Das sind ja wieder die richtigen hier. Ach genau, wir haben ja das Rad gedreht. Also wir können jetzt... Oh, wie viele denn noch? Aber langsam merken sie zumindest, dass sie keine Chance haben. Das finde ich gut. Das finde ich realistisch. Ich weiß gerade nicht, wo das Ding hin ist, aber ich glaube, wir kommen hier noch hoch. Ich glaube, wir kommen hier noch hoch. Okay, komme ich nicht rein. Zu blöd für... Da ist ja noch einer. Ha, der hat uns nicht verletzt. Ist gut. Da hinten war das, glaube ich. Ne, hier ist nur das Ding. Die waren wir noch gar nicht. Nur ein Gitter und eine Leiter. Lianen. Das sind nur Lianen. Ungefähr bis 9. Also so 2 Stunden bestimmt noch, aber ich weiß nicht, wie lange ich heute mache, weil ich ein bisschen kaputt bin. Guckt auf einmal, was das Level mit mir macht. Das ist richtig gut, oder? So viel free to go, wenn du irgendwas zu tun hast. Ja, ich glaube, hieran erinnere ich mich ein bisschen mehr wieder. Man
hört ja richtig Kinder und alles. Och ja. Oh, ich höre da wen, ich höre da wen, ich höre da wen, ich höre da wen. Ah, warum spielt sie immer noch? Und da The Council auch, glaube ich, bald vorbei ist, habe ich mir mittlerweile auch schon ein neues Projekt ausgesucht, was dann vermutlich ein bisschen länger gehen wird, aber super entspannt sein wird. Würde euch dann einfach so ein bisschen überraschen. Aber Tomb Raider wird dann uns eine ganze Zeit lang begleiten. Den dritten, welcher Teil hat noch gefehlt? Ich glaube, Legend hatte ich gemacht. Underworld und Anniversary fehlen. Glaube ich. Umgedreht, oder? Anniversary ist zuerst. Jetzt ist es auch Anniversary. Oh, warte, hier war irgendwo ein Guy. Hier war ein Guy. Tu es. Ach, gute Lara. Oh, was, wo kommst du schon wieder her hier? Ja, ja. Alles klar. Die Intelligenz von diesen Leuten ist ein bisschen begrenzt, oder? Und dann ist die Lara-Saga endlich beendet, will ich doch hoffen, ja. Intelligenz der Gegner. Das ist wirklich Wahnsinn. Kann ich mal so einen Speer mitnehmen? Final Fantasy dann alle Teile. Ja, also alle Teile, die ich habe, sage ich mal so, ne? Mich hier aufhalten. Ja, aber wir müssen erstmal noch Shenmue noch machen. Ja, an den habe ich gedacht. Und er hat uns noch vergiftet. Ich fasse es nicht. Also wirklich. Schon wieder so gut hier. Ich glaube übrigens wirklich, dass wenn wir da einfach über die Blätter gesprungen wären, wir dann das Level beendet hätten. Ja, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Achso, hier haben wir schon reingeguckt. Rundherum. Genau, das können wir noch nehmen. Eigentlich noch mehr. Ach. Platsch, 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 platsch. Überleg grad mal, wie er hochkommt. James! Nice to see you! How are you? Nightcry, Gabriel Knight und jetzt noch Shenmue. Oh nein, nein! Niemals, Eve! Das war Goria. Nice. Wirklich hoch, okay. Irgendwelches Loot, von dem ich wissen müsste. Jetzt rein noch. Das ist ein tolles Spiel. Achso, vielleicht gehe ich auch erstmal nochmal ganz kurz in die Hütte. Ach egal, können wir auch später noch machen. No way. Oh! Jeez. We just recently got some... What? What's that? Some more... what is it called? I really can't say this in English. Maskenpflicht? Ich überlege gerade. Die heißt im Englischen irgendwie... Ich muss mal an Ventilators denken. Yeah, we got some use restrictions. We got to... We are more of these mask things, ventilators, it's called, I think. And we were, yeah, I mean, we were some free to go to do this, but
It's finally really here. Oh, and yeah, for Traveler and really important people. Oh. I can't do this. Muss ich hier überhaupt lang? Ganz doofe Frage, aber ich glaube, ich nehme das Zeug, gehe nochmal kurz runter in das Haus, dann komme ich wieder hoch. Das fühlt sich gerade so komisch an. Ah, und da sitzt der Typ. Ja, I mean, for the economic... Oh, I hate this word. Economy? I think. And yeah, like you said, for a few travelers, because money, 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 and yeah. Like Chris said, I really don't think they are playing on the white thing. Ja. Speichern. Einfach speichern. I'm Jon Snow and I don't know anything. Please don't kill me. Da war gar nichts. Guckt mal, da war gar nichts. Yeah. And in Animal Crossing we are all wearing masks and try to social distancing. Okay, ich glaube, das wird hier so nichts. Ich glaube, wir müssen irgendwie über diese Hut gehen. Was ist das? Ah. Ah, okay, wir brauchen das Ding, um da reinzukommen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Vogelschutz? Was? Was meinst du mit Vogelschutz? Gute alte Mittlere. Ach so, die Stacheln, ja, die verhindern mein Vorankommen. Oh. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier noch nicht rein wollte. Irgendwie ist die Tür noch zu, ne? Ernsthaft? Nein! Was? Moment, was? Moment, was? Okay, ich glaube, das ist der Weg. Damit kommen wir dann da hoch und... Hat sich da gerade jemand ein kleines Emote gekauft? Wenn es was anderes war, ich sehe heute leider den Stream nicht. Tomb Raider ist sehr arschig zu mir, wenn ich es starte und verschiebt mir ständig alles, was ich geöffnet habe. Ja, und den Keks kriegen. Sehr gut. Es geht halt immer echt schnell mit dem Sammeln, finde ich. Also es sollte auch so eingestellt sein, dass man irgendwie mit jedem Stream auf jeden Fall sich wieder das Emote auch kaufen kann. Geht das nicht hin? Ich habe nicht genügend Anlauf. Ja. Ah, ich mag sowas nicht. Okay, okay, okay. Feuer. Na gut, speichern. Ja. Also, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe noch irgendwas hinzugefügt. Irgendwas Sinnloses habe ich reingeschmissen. Ich gehe die Level echt nach Lösung ab? Okay. Ich habe jetzt Nevada eigentlich nur genommen, weil ich mir sicher war, dass ich halt da die Sachen verliere. Du Arschloch. Aber ich weiß nicht, wie es offiziell aussieht. Man kann sich ja wirklich entscheiden, ne? Eve ist meine Lösung. Wenn ich mal nicht weiter weiß. Achso, jetzt sind wir wieder. Hä?
verstehe ich nicht. Ich glaube, würde ich nach Lösung spielen, hätte ich einfach nebenan aufgemacht, dann wären wir schon fertig. Ja. Du wolltest doch was haben, 5 Punkte ausgeben. Ja, man muss ja irgendwie ein Ziel haben, oder nicht? Nee, ich glaube, ich komme hier so noch nicht rüber. Ah, okay. Aber ich fand das ja gar nicht so verkehrt mit dem, mit der Vogelkacke da hinten. Das war gut, ja, wir kommen. Way to go, Eve. Du musst halt nur ein bisschen sparen, ne? Wie weit hast du jetzt? Du müsstest auch so um die, was nicht so 70.000 bestimmt haben. Die Sache ist so die, weil die habe ich mittlerweile aufgehört, um auf den Button zu klicken. Das nervt einfach nur noch. Was für 20.000 nur? Achso, gibst du die für irgendwas aus? Keksgrübel? Ach doch, stimmt, du hast ja auch letztens diesen Punktetausch noch gemacht, glaube ich. Hm. Oh Gott, ich sehe es gerade. Es ist zu dunkel, dieses Spiel. Genau, stimmt, das Abo war es gewesen. Ja, noch dreimal springen können, ey. Wäre ich auch nicht schlauer gewesen. Schön, dass ich mal hin und her gucke, weil dann gucke ich immer neu auf mein Screen hier und. Puh. Puh, puh, puh. Das wird doch wieder nichts. Ich fahre doch bestimmt gleich wieder runter. Auch so ein Ding wie da hinten. Ah! Ah! Ah, diese Typen. Hier sicher runter. Weißt du, wenn Lara um die Ecke kommt, sind sie alle spitz. Der war richtig schlecht. Aber ich muss sagen, es läuft gerade doch ganz gut für mich. Ich bin eigentlich Schlimmeres gewohnt. Ja, weil dieser Sprung blöd ist. Und weil ich speichern kann. Was ganz wichtig ist. Alles klar. Du weißt schon, dass jetzt gerade so eine blöde Situation kommt. Mit Feuer und sowas. Aber ja gut, ich glaube, ich komme rüber. Oh Gott, das wird doch nichts. Da ist noch... Das ist noch so ein Ding vor mir hier. Ja, ich bin on. Ich habe geladen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug war. Wir sollten da drin nochmal speichern. Aber dieses Geräusch war echt unnormal. Noch mehr Anlauf? Warte mal, wenn wir... Keine Ahnung, aber das irgendwas bringt. Ja. Super, Lara. Großartig. Du bist ein Genie. Oh. Was es auch ist, wir sind drüben. Ich werde gleich damit kuscheln. Wow! Oh Mann!
Geh ins Feuer und verbrenne. Bist du wirklich? Ah, schlimm. Ich werde doch einfach mich nicht heilen in der Hoffnung, dass da hinten noch ein Kristall auf uns wartet. Ha! Easy! Speichern. Und noch so ein Rad. Wir müssen irgendwie nochmal zurückkommen zu diesen Blätterdingen. Hä? Autsch. Jetzt sind wir doch wieder vorne. Was? Hä? Was, hä? Ach so, stimmt, warte, im Wasser war noch irgendwas. Einfach nochmal sprechen. Kopfschmerzen werden auch gerade wieder ein bisschen schlimmer. Es ist sogar offen. Okay, dann haben wir das irgendwie mit irgendeinem Ding noch aufgemacht. Sehr gut. Oh. Danke. Du musst mich jetzt nicht fressen. Hat sich hier erstmal ein Häppchen gegönnt von mir. Alles klar, Eve, bis gleich. Ich kann mich daran bestimmt nicht festhalten. Ist das zum Ziehen oder so? Nee. Ah! Oh Gott, das war knapp. Ach, eine schöne Cutscene. Ich störe hoffentlich nicht. Sie bluten doch nicht etwa? Oder suchen Sie eine Toilette? Nein und nochmals nein. Gut, gut. Ich will bloß keine fliegenumschwirrten Besucher hier drin haben. Klar, ich verstehe. Was ist geschehen? Bin im Dschungel aufgewacht, als einer dieser kleinen Typen sich an meinem Bein satt aß. Ein Stammesmitglied? Es wäre ungewöhnlich, dass sie das Fleisch direkt vom Knochen abnagen. Tja, es war dunkel und ich habe den Kerl nicht erwischt. Sicher bin ich also nicht. Im Dschungel ist irgendetwas Gruseliges. Unser Flugzeug ist oben in den Bergen zerschellt. Nacht für Nacht verschwanden einige meiner Leute spurlos. Andere flohen in Panik. Und dann ist das passiert. Also brachte ich das restliche Team an die Küste in Sicherheit, nur um von dieser gierigen Meute gefangen zu werden, als eine Art Opfer an ihrem Gott, der in den Bergen haust. Obwohl ich offenbar nicht zum Grillfest eingeladen wurde. Vielleicht sind sie aber der Nachtisch. Reifes Fleisch gilt hier als Delikatesse. Wirklich? Hören Sie, wir müssen sie herausbringen. Wissen Sie, wie der Stamm den Sumpf überquert und auf welche Steine die Leute treten? Schon, aber ich bleibe hier. Mit der Wunde wäre ich eine wandelnde Tankstelle für jedes infizierte Insekt weit und breit. Dann wäre ich noch lieber der Hauptgang beim großen Fest. Wenn meine Männer da drin noch am Leben sind, führen Sie sie zur Nordküste, ja? Fort von hier. Natürlich. Oh, das Küchendorf. 40 Minuten ein Secret mitgenommen, was genau offensichtlich da auch rumlag. Ja, ist okay gewesen. War vor allem mal richtig schnell geschlossen. Und ja, ne, er hat uns genau jetzt, er hat uns jetzt die Zettel gegeben. Mit den Anleitungen. Ja, genau, es war so ein umgedrehtes S-Ding. Irgendwie. Ah, danke. Es muss dann genau vor dem Baum standen wir noch, sind einmal rüber. Links, links mit zwei Punkten dazwischen. Ach, wir kriegen das schon hin. Ich frage mich nur gerade wirklich, hätte ich rüberspringen können? Aber ich glaube, dann wäre dann einfach gar nichts passiert. Ich glaube, wir wären dann einfach drüben gewesen und es wäre dann so, ja, schön, dass wir hier sind, aber was nun? Kann man darauf auch noch landen? Nein. Eve. Aber wobei, ich lade einfach, das ist doch zu lange.
Ach, schön blöd, ey. Sollen wir uns die Cutscene nochmal angucken? Weil ich unfähig bin. Einfach weil ich unfähig bin. Ach, Mann. Die hätte ich mal vorher speichern kommen können, speichern. Ach, nichts. Ich stand da schon wieder 10 Minuten irgendwo im Sumpf und es ist nichts passiert. Peter frisst mich jetzt hier. Aber schön, dass du einfach wieder da bist und fragst, was los ist. Nicht gut. Willkommen zurück. Ja, genau das. Ach, geil. Au! Sag mal! Ich lebe noch. Oh, jetzt komm ich nicht mehr. Ich weiß genau, warum ich immer speichere. Ich weiß es doch ganz genau. Das war halt einfach zu schnell, um so einen Levelabschluss hinzubekommen. Das war einfach viel zu schnell. Das muss man nochmal mit 10 Minuten drauf toppen. Das ist so schön dämlich. Was ich mit dem machen soll, weiß ich auch nicht. Der nervt ja richtig. Nee, aber alles gut. Nichts passiert. Hab nur neu geladen, weil ich Schwachsinn ausprobiert habe. Und ja. Kann er uns nochmal seine traurige Geschichte erzählen, dass die Leute an ihm rumknabbern, weil er so verdammt lecker aussieht. Und ja. Ich speichere jetzt auch hier nochmal. Gibt's doch nicht. Lara, hör auf, die über den Kopf zu stoßen. Oder wartet mal, ich glaube, ich kann das. Ja, ich kann das auch überspringen. Okay, sehr schön. Oh Gott. Aber hattest du dann die Move-Controller schon mal ausprobiert? Oder ist das jetzt gerade das Problem halt, dass du nicht die passenden hast? So, ist ja quasi ein neues Level. Muss mal die Finger davon lassen, wenn ich hier den ersten Save mache, dass ich zur Not das Level nochmal neu starten kann. Zur Absturzstelle wollen wir jetzt. Und wie er meinte, seine Leute eventuell retten, wenn es dir noch gut geht. Nämlich schon wieder gar nicht in irgendeiner Abschlussstelle. Oh, sag mal. Was ist doch. Guter Start hier, wirklich guter Start. Ich werde erstmal speichern. Ich glaube, das war die falsche Stelle. Die Thumpfkarte. Stehen jetzt auf dem dritten Kreuz. Zwei überspringen und dann kommt zu einem. Und dann nochmal eins überspringen. Hä? Das ist da ganz hinten, oder was? Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Nee, doch, das ist alles richtig hier. Mal speichern. Das wird mich gerade ein bisschen. Wir stehen vor dem Baum. Oh, komm schon. Geht er wieder hoch? Das ist goldrichtig. Ja, und da hinten können wir. Ach, guck mal, da genau. Da hinten gibt es noch ein bisschen Loot. Kommt jetzt sogar ein Secret. Schön. Ich mag diese offensichtlichen Sachen auch mal zu finden.
Jetzt ist nur die Frage, ob wir hier auch wieder gut wegkommen. Wo war denn das andere Blatt? Ich sehe das gerade sehr schlecht. So. Weiß nicht, ob wir das Blatt benutzen dürfen. Ich sehe lieber so. Und speichern. Oh, drüber. Oh! Die brauche ich. Die brauche ich. Ah! Nicht schubsen, nicht schubsen! Wieso? Oh. Also mit Pistole ist ganz schön hart. Ich mache ja eigentlich kein Pistol Run, aber ich habe nicht so viele andere Waffen. Das ist ein Problem. Was da unten? Das sieht komisch aus. Ja. Hops. Tops. Ich glaube, hier kommen jetzt auch gleich ein paar Typen noch und die sind jetzt aber freundlich zu uns. Weil irgendwie scheint es ja echt die Kumpels von dem Typen zu sein, den wir gerade getroffen haben. Ich weiß nicht, ob er einen Namen genannt hat, aber auch selbst wenn der ist, schon längst wieder aus dem Gedächtnis gestrichen. Oh, puh. Ich höre da wen laufen. Ah, und hier ist das Flugzeug. Oh shit. Ihr macht das super. Ihr macht das super. Morgen. Ich habe den Typen tatsächlich verloren irgendwie. Das ist gut. Hat ja irgendwie geklappt mit Durchrennen. Danke, Spiel, für diese wunderschöne dunkle Ecke. Das, ja. Auch hier, danke. Danke, das ist ganz toll. Große Arbeit. So, da ist noch so ein Loch. Da oben liegt auch noch so ein Teil von dem Flugzeug. Wow. Einfach. Oh, warte, hier geht's wirklich rein. Nur wow. Der Dino trampelt aber ganz schön rum, oder? Oh. Meine Güte. Au. Shit. Shit, 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 shit. Lara. Scheiße. Oh fuck. Du Miske, hast mein Kumpel erledigt. Oh, da kommen jetzt die anderen. Oh. Guten Tag. Ich wette, er könnte mich sogar verletzen. Nur ich kann ihn nicht verletzen. Das ist doch doof. Das ist doch richtig doof. Ich habe jetzt letztes gespeichert, eigentlich davor, ne? Ah, sinnlose Ecken.
kann ja tatsächlich hoch. Ah. Marshmallows? Nein, das sieht nur so komisch aus, weil das dagegen. Das ist da prallt, aber. Ja. Ach, wirklich? Okay, das ist jetzt tot. Ah, Mann, ey. Blubber, blubber, blubber. Ich glaube, wir waren jetzt bei den beiden Geistern noch genau. Also da hinten war eigentlich noch ein Weg, aber ich glaube, wir gehen erstmal jetzt nochmal den hier lang. Gucken hier nochmal kurz rein, bitte nicht kaputt gehen, Brücke. Wirklich! Das ist doch... Ich fühle mich so verarscht. Ich fühle mich so verarscht von diesem Spiel. Oh, ich hab was gefunden. Nein, hier ist einfach nur eine Ecke. Nein! Sag mal, Lara! Ja, jetzt mögen sie mich auch nicht mehr. Ist okay. Lara, das kannst du doch nicht bringen. Oh, keine Chance hier mit ihr. Achso, Eve, einen Tod bitte noch. Eve. Dankeschön. Oh, der hat den aber schnell umgehauen. Leute, Verstärkung! Aua! Aua! Ihr macht das schon. Da unten ist noch ein Hebel. Die machen das schon. Ich glaube, der eine war jetzt trotzdem gestorben. Na, die haben das ja ganz gut hingekriegt noch. Zu zweit. Gegen einen. Das wird doch nichts. Ah, dann muss ich da auch wieder rauskommen. Ja, geil. Während ich diesen Hebel umgelegt habe, bin ich gestorben. Ich sag ja, das wird nichts. Kann ich dir nicht so ein paar Menschenteile da hinten reinschmeißen? Oder so den halben Dino? Sieht die das vielleicht gar nicht? Gerade zurück. Ich warte mal eben. Das war jetzt wirklich noch ein Tod bei dem Hebel. Oh, puh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie klappen soll. So. Nee, oh Gott. Kommt gar nicht hin. Shit. Ich habe ja gedacht, wir kriegen das irgendwie heimlich hin oder so, aber nö. Da oben sind auch so ein paar Vogelschutzteile. Oh, vielleicht noch auf dem Baum. Ich hatte schon kurz die Idee, als wir rumgelaufen sind, aber da habe ich nichts gesehen direkt. Wer schreit denn da noch? Nein, wieso? Hast du keinen passenden? Wieso ist hier ein Dino auf dem Baum?
Sorry, Jungs. Bitte nicht schubsen. Was zum... Och, Mann. Naja, jetzt kannst du dir ein Kabel im PlayStation Store holen. Und ich nicht irgendwie... Na gut, jetzt haben wir eh nicht... Kann ich eigentlich nicht jeden einzelnen Piranha abschießen? Wieso liegt da oben einer tot rum? Was ist mit diesem Spiel nicht richtig? Oder wartet mal, vielleicht kann ich mich auch an dem Baum so hochziehen dann zeitlich. Jetzt hier? Nee. Da? Der Ebene? Ja. Ja. Nee, irgendwie nicht. Gab's da noch irgendwie weiter oben was? Da war auch schon wieder Schluss. Ah! Schrei mich nicht an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilen, heilen, heilen. Wir leben aber. Wieso? Achso, der ist ja tatsächlich für die. Oh Gott, okay. Ich verstehe. Gut. War ich auch nicht mehr so weit weg damit. Uff. Na, Sache ist halt die. Ich habe das, glaube ich, Anfang des Jahres noch geguckt gehabt. Also eigentlich sollte ich ja so halbwegs im Bilde sein, was ich hier tue, aber irgendwie halt nichts behalten, ne? Oh Gott, Lara, bitte nicht runterfallen. Wieso wohnen hier Dinos auf den Bäumen? Die Tatsache, dass es sie gibt, ist okay. Aber... Nee. Ich könnte noch mal ein bisschen näher ranspringen. Erstmal speichern. Bevor ich mich wieder runterfalle. Vier, jetzt wartet. Wieso schießt du nicht weiter? Dann holen wir uns noch den Kristall erstmal. Ist wieder voll geheilt. Das war schon ein bisschen knapp. Plops. Gut, ich glaube, hier oben könnte noch was liegen, aber es ist mir halt ein bisschen egal, ne? Wobei, naja. Naja, wir sind jetzt hier. Ich würde gerade noch mal versuchen, auf die Ecke zu springen, weil dahinter bestimmt noch irgendwas war, aber soweit uns da nichts fehlt, sollten wir ja das Ding jetzt aufgemacht haben. Wieder das Gewehr. Ich glaube, ein paar Schüsse hat es schon gekostet, aber... Ah! Keine Schüsse mehr! Das gibt's doch nicht! Lara! Lass dich nicht mampfern! Oh Gott, der ist schon weg. Boah, ist das fies. Ist das fies. Das sieht auch nicht besser aus. Ah, da über uns war irgendwas zum Krabbeln in der Ecke.
kann mir nicht erzählen, dass ich das hier einfach gefahrlos raufkomme. Wirklich? Ah! Wirklich? Die schmeißen hier mit den Dinos. Das ist unglaublich. Wow. Super. Ganz tolle Leistung. Light up the room. Und da ist auch noch so ein Ding. Oh, ich sehe gerade nicht, ob daneben Wand ist oder ob da noch was drin ist. Das ist richtig fies. Und ich glaube, dass die obere Ecke bei dem anderen Schalter auch irgendwie offen ist oder so. Oh, komm schon! Das kann doch nicht sein! Wirklich? Oh nein, nicht daneben. Das ist meine ganze Munition. Ach Mann, ey. Großartig. Ganz toll. Wir haben jetzt noch die Pistolen. Das ist super traurig. Wir haben noch die Granatenwerfer. Und eine Rakete. Gut, zur Not wirst du in der Granatenwerfer bei den nächsten, ne? Gespeichert habe ich, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, passiert irgendwie auch gar nichts. Ich kann hier einfach irgendwie langlaufen. Und hier ist auch keine weitere Lücke oder so. Ich hätte einfach nur ganz schnell die Hebel ziehen und wieder abhauen sollen. Das jetzt gemacht. Also das Ding ist jetzt unten. Ja, ganz schnell und dann wieder abbauen. Ja, springen. Oh ja, danke. Oh nein, da liegt ja in einer Ecke. Schlüssel. Ich höre wieder jemanden laufen. Lieutenant Tuckermans Schlüssel? Was? Doch komm schon! Das ist doch nicht normal. Wo kommt denn die mal her? Nicht die Rakete. Wirklich? Spawnpunkt? Nö, habe ich keinen. Oder was meinst du mit Spawnpunkt? Also gestorben bin ich jetzt auf gar keinen Fall oder so. Also das überlebe ich schon die ganze Zeit. Aber es ist halt einfach kacke, weil ich die ganze Zeit Munitionsmangel habe und alles Waffen wechseln muss. Und zum Kotzen. Ach, die meinst du die von den Tierchen? Ja gut, das kann ich dir auch nicht sagen. Die stehen halt einfach da und lachen uns aus. Die sind noch busy. Das will ich doch hoffen. Und dann kommen wir sogar wieder hoch. Aber es kotzt mich gerade richtig an, was die an Munition fressen. Dafür gibt es in dem Spiel viel zu wenig. Und ja, weiß nicht. Also klar, ihr wisst ja, wie ich spiele. Ich übe auch nicht alles mit und lasse gerne Secrets liegen.
Zum einen, weil ich auch echt nicht weiß, wo die jetzt sind. Und man dann auch weiß, mich nicht wirklich stört. Also, wenn ich halt durchgucke, gucke ich mich halt nicht so gründlich um, wie ich es vielleicht tun würde, wenn ich halt gerade einen Fehler habe und nicht weiß, wo es wirklich lang geht. Also, weil die Stelle einfach fehlt. Ich hoffe, ich komme jetzt einfach mit dem Schlüssel in dieses blöde Flugzeug rein und alles ist gut. Oh nein. Das hatte ich nicht vor. Das hatte ich wirklich nicht vor. Das hatte ich vor. Seht ihr mal. Und kaum fühlen sie sich unterlegen, rennen sie einfach weg. Das ist so arschig. Das ist so arschig. Ah, ich hätte viel mehr Speicherkristalle verdient, finde ich. Aber ich glaube, ich kann mich gleich nochmal ein bisschen umsehen. Na komm doch! Ach, komm doch einfach her. Lass dich abschlachten. Hier können wir zum Beispiel noch rein. Komm gleich wieder 10 Dinos oder so. Einfach ins Gesicht. Munition. Für eine Waffe, die ich nicht habe. Was zum Henker? Da liegt noch eine Waffe. Ich habe 3. 3 habe ich noch. Die Kleinen! Kalimimimimus. Ich lasse euch leben, dafür lasst ihr mir die Waffe. Achso, ich muss ja hier auch wieder irgendwie wieder rauskommen, ne? Ja gut, dann müssen wir nochmal speichern. Mach ich noch einen Hebel. Guck mal, die fressen auch den da. Alles kein Problem. Ich hätte sie abgeschmiert. Oh, jetzt fressen sie mich. Oh, schade. Die sind eigentlich verniedlich. Und guck mal, sie haben unsere Beine benutzt, um darüber zu springen. Sie brauchten ein neues Spielzeug. Ah. Aber hier eine andere Waffe. Danke, Eve. Ja. Ja, danke, Typ. Noch mehr Tod und Verderben. Au! Der letzte rächt mich jetzt hier. Ah. Fies. Ich höre doch schon wieder ein. Ich habe mir schon bei Jurassic Park gedacht, ein stabiler Tritt und die kleinen Dinger sind Geschichte. Ja, von wegen. Die nehmen ein paar Schüsse und denen ist es egal. Die machen weiter. Aber weil die halt auch so fragil aussehen. Das ist Wahnsinn. Dann machen die trotzdem einfach weiter. Picken auf einen drauf rum. Also ich will mal gucken, ob ich seine andere Waffe auch noch mitnehmen. Ich brauche alles an Munition. Alles, verstehst du? Gib mir alles, was du hast. Ich muss natürlich auch mal was Vernünftiges anziehen, dann, ja. Ist der andere Hebel nicht unten? Nee, der ist auch oben.
Sorry. Ich musste kurz mal einen kleinen Check machen hier. Super ist das dunkel hier. Ach, das sind, glaube ich, nur unsere Jungs nebenan hier. Ah, wir sind wieder draußen. Naja, wenn sie einen anknabbern wollen, muss man sich halt irgendwie verteidigen. Das ist doch nur natürlich. Okay, ich keine Chance. Aber ich muss hier hinten nochmal gucken, weil wir sind am Anfang hier einfach nur durchgerannt. Hier geht's auch runter. Cleo, was ist das? Ein Muppet? Kleine Katze ist jetzt aufgewacht. Wieso machen Menschen immer so viel Krach? Luke verspricht morgen eine Überraschung. Was soll denn das jetzt werden? Noch mehr Eier? Oh, bitte nicht. Please have mercy. Erstmal den Kaffee. Oh, das ist vernünftig. Müssten wir eigentlich auch nochmal einen Cappuccino machen. Ich glaube, meiner war nicht stark genug für ihn. Alter! Kackvieh! Ah! Noch einer, noch einer, noch einer! Help! Help! Au! Der kommt hier hoch, der kommt hier hoch! Hilfe! Rette mich, Mathe-Mann! Das ist gar nicht Mathe-Mann. Was aus. Oh, krass, ey. Der Dude. Und hier lag jetzt irgendwie noch Zeug rum für uns. Nicht hier. Oh, wir können darauf. Also, sie sind nicht so weit. Fackeln. Was will ich denn noch mit... Ja gut, Fackeln sind nicht verkehrt in diesem Spiel, aber... Fackeln! Noch mehr... Lara, dein Arsch ist ein bisschen im Weg. Ach nee, hier ist nichts... Ich dachte, hier könnte ein bisschen was im Gras versteckt sein, aber... Ja, aber da hinten geht's irgendwie hoch. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist Deko. Nee, ich glaube, das ist Deko. Ist schön, um wahr zu sein. Autsch. Egal, wir haben ein Secret gefunden. Hier hinten noch was liegen könnte. Also Munition war halt gerade echt praktisch. Bei meinem Glück liegt hier wieder nichts rum, wo ich gucke. Suche. Es sieht eigentlich schon so aus, als ob man da hoch könnte. Ist er tot oder schläft er nur ein bisschen komisch? Ich meine, ich kenne halt Hunde, die manchmal echt dämlich rumliegen und dann irgendwie schlafen. Der ist denn Danny Trejo? Ach, der Typ, der Machete spielt. Also den Typen, der Machete spielt, den kenne ich schon häufiger. Also habe ich schon häufiger gesehen und so, aber... Ich frag mich nicht, wie er heißt. Es sind Namen. Eve, Namen. Bleibst du stehen? Oh, das war knapp. Er spielt Assassin's... Animal Crossing, meinst du? Assassin's Creed? Was? Kann ich bei ihm vorstellen. Er ist voll der coole Dude. Also wirklich im Persönlichen halt. Also ich habe so ein paar Interviews geguckt mit ihm mal. Ja, ich kann mich trotzdem nicht an seinen Namen erinnern. Aber Machete war eine der Figuren, die meine Kindheit geprägt haben. Ich glaube, ich habe durch ihn auch so einen Fetisch für so Typen... Alter, habe ich überhaupt noch Leben?
klingt noch was. so ein Fetisch für so diese krassen Anti-Hero-Typen entwickelt und ja. Er war halt einer der ersten, ne? Ach, hier müssen wir mal wieder ansehen. Das ist auch ein richtig geiler Film. Der hatte auch bei Spy Kids mitgespielt, der hat da den verschrobenen Onkel gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass er sich einfach jedes Mal immer nur Machete nennt. Hier ist noch ein Schlüssel. Okay, wir brauchen einfach noch mehr Autoschlüssel. Fuck. Mama ist zu Hause. Und ich habe kein Leben. Hallo? Ich habe Pistolen. Oh, Kacke. Hat nur um die Ecke geguckt und ich war weg. Okay, ich muss irgendwie fliehen. Und ich brauche mehr Tee. Das ist ja mal die Zeit ungünstig. Ah, Tee. Rein da, ich klicke. Du sahst Augen, ein Flick tötet sofort. Mama ist zu Hause. Scheiße. Ah! Lauf doch nicht in die Richtung. Nein, jetzt kommt sie wieder von vorne hier. Und hier sind nur Fackeln. Wieso sind hier Fackeln? Ungünstig, ungünstig, ungünstig. Oh, ich speichere mal. Wir sind ja irgendwie um die Ecke gekommen und so. Kacke. Obwohl, ich glaube, wir sind hier sogar sicher. Oh. Nimm das. Also jetzt sehe ich wirklich kein Leben mehr. Also doch, ganz klein, aber... ich damit spiele, ey, das ist doch... Hallo, bist du noch da? Ja. Ich fress dich gleich auf. Lara hat doch kein Leben. Das will sie damit auch, ne? Wird der erste super piss. Oh, wir kommen ja echt nicht raus. Wir haben bestimmt noch zu dem anderen Hebel. Nichts riskieren hier. Hast du immer noch nicht genug? Ja, das wird eine Weile dauern. Also wenn es bei den Kleinen schon 10 Minuten dauert, dann bei ihm jetzt eine Viertelstunde. Zum Glück spuckt er keine Feuerbälle oder so. Dicke Haut. Ja, da muss erstmal so eine Kugel durchkommen, ne? Ah, da schießt ja noch jemand mit. Danke. Ich speichere mal wieder. Zeig dir's. Au. Ja.
so langsam könnte er immer müde werden. Ja! Nein! Ich weiß genau, wo ich gespeichert habe. Ich weiß genau, wo ich gespeichert habe. Er ist einfach nur zu mir hingelaufen. Hab mich begrüßt. Dann bin ich einfach umgefallen. Zu charming. Sein Atem. Oh. Na gut, so viel Leben, wie ich noch habe, ne, das wird dann kein Wunder sein. Mir geht es gut hier hinten. Die dampfen die Pistolen, ey. Jetzt stirb doch einfach. Normal, dass dieser Kampf einfach ewig dauert. Also vor allem mit Pistolen, ne? Oh, aufpassen. Zielt halt auch immer nur auf irgendwie die Beine, den Arsch und das weiß ich nicht, aber wenn sie einfach mal ins Gesicht zielen will, muss er nur mal das Gehirn treffen, dann war es das doch. Wobei, wartet mal, hatten Dinos nicht unglaublich kleine Gehirne oder sowas? War da nicht irgendwas? Okay, das ist schon wieder eine verrückte Theorie, aber. Aber wir speichern nochmal drüber über den Kampf. Oh Gott. Augen tun langsam weh. Am T-Rex. Ja, ich weiß. Aber er tötet mich ja auch mal mit seinem Atem. Aber wie wenn ich Leben nicht nur noch habe, ja? Das ist zu riskant hier mit ihm. Also ich glaube auch mal was gehört zu haben von wegen, wenn man halt... Jetzt war's das. Wenn man weiter weg ist, dann ist, schießt sie ein bisschen ungenauer, aber... Das Gehirn? Was? Gehirn? Gehirn oder nicht? Beinesgröße? Oder das Gehöre? Ein kleines Gehör gehabt. Ich finde Gehirn ist so eine Mischung aus... Gehirn und Gehör. Sorry, das ist. Natürlich. Hirn, okay. Oh, war doch nicht so verkehrt. Ah, jetzt können wir auch den anderen Hebel hebeln. Wahnsinn, ne? Jetzt haben wir zwei Hebel gezogen. Oh, nicht der Ernst, oder? Noch so ein Vieh. Ich warte, bis er tot ist. Oh, guck mal, hier kann man... was war das denn jetzt? Vielleicht noch ein bisschen umklettern? Oder auch nicht. Meint ihr, er hat den getötet? Also, der Dino den Menschen? Das kann doch nicht sein. Weil ich höre den Dino trampeln, aber nicht den Menschen. In meinen Arsch zu, da kannst du da reinbeißen. Clever, Lara. Richtig clever. Gut, wir gehen mit Heilung rein. Das könnte mir helfen. Dankeschön. Nee, warum will ich eigentlich schon wieder speichern? Ich will doch einfach nur heilen. Ach, der kam auch noch von da hinten. Und ja, der Mensch liegt da jetzt tot rum. Richtig toll.
Ach, ihr könnt da einfach durchlaufen, aber ich nicht. Ja, spring in ihn rein. Super. Boah. Abartig. Die verlieren natürlich auch keine Heilung, keine Erfahrungspunkte. Gar nichts. Oh, Heilung. Oh, Fackel. Ja, ich weiß. Ist albern, aber... Doch nicht mal so ein bisschen aufregen hier. Oh nein. Der Dude ist tot. Was ist ein guter? Okay, wir haben jetzt zwei Schlüssel. Reichen die schon? Ich hab das gar nicht gesehen. Wir sind ja auch immer noch nicht ganz rum. Also da hinten war irgendwie auch noch mal eine Ecke. Oh Gott, das ist schon wieder viel, Leute. Oh, ich habe eine Stelle überspeichert. Also nicht überspeichert, aber mal nicht gespeichert, wo ich hätte machen können. Hier ist halt noch irgendwie so eine Ecke. Ich habe gesehen, dass man irgendwie da hoch kann. Auf der Seite. Na gut, jetzt sind wir ja schon mal hier. Au! Großartig. Hat er eigentlich gedacht, dass wir da einfach an der Seite bei der Tür halt gucken, ob wir da reinkommen, aber sah halt auch so ein bisschen aufgemalt aus. Ja, nur so ein bisschen. Sieht auch richtig verdächtig aus da drüben. Zu viel Platz, um wahr zu sein. Ach, nein. Wieso? Wieso habe ich immer so viel Glück? Ich glaube, die Kamera meinte, wir sollen darüber gehen. Ganz toller Sprung. Limmen. Gut, dass sie was zum Klettern rangepackt haben. Sorry, Musik. Wo klettern wir jetzt eigentlich hin? Darf ich das vielleicht mal noch erfahren? Ah ja, mhm. Und nun? Ich lasse einfach mal los. Tat ein bisschen wie, aber auch da oben ist auch eine Lücke. Perfekt. Brauchen wir bestimmt, um da reinzukommen. Und bei mir gewittert es gleich wieder. Ja. Irgendwie klar. Nicht hier? Wo will ich denn jetzt hin? Oder muss ich einfach nur rüber?
jetzt ist sie wieder Matt. Ich weiß nicht. Dankeschön. Vielleicht doch von unten. Coco, was ist los? Komm doch einfach hoch. Ich weiß nicht, ob wir von hier aus springen sollten oder von da unten. Aber ich denke, ich ist hier besser. Ach, ich denke einfach das andere Ding nehmen, dann sind wir ein bisschen näher dran und das ist ja auch vorne weiter unten. Also vielleicht ist es dann doch schon richtig. Man sieht nur so super, wo man hinspringt. Das ist ganz toll. Also ich glaube, ein Tod noch dann. Jetzt geht's hier wieder los. Okay, das hat scheinbar nicht gereicht mit Anlauf. Mann, wieso? Lara, du musst abspringen. Irgendwie klappt das bei ihr gerade nicht so. Jetzt so. Nee. Ach, Passfäller, was ist denn los? Ich wünsche erstmal einen wunderschönen Abend noch. Ja. Ich dachte schon, du hast noch irgendwas. Aber ja, also mir geht alles ja, wieder so gut soweit. Bisschen müde halt. Merkt man vielleicht. Bei der Spielweise so langsam. Wie geht's dir denn so? So, Lara, müssen wir drüber reden oder sind die ganzen roten Dinger da Blutlachen von dir mittlerweile? Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich noch irgendwie. Ach, guck mal, da drüben. Nee, da sind wir hergekommen. Da drüben! Ich bin mir sicher, wir können vielleicht noch irgendwie da hinten rum oder so. Aber. Nee, eigentlich nicht. Blendend! Oh, wunderbar. Knauf. Okay, also mit bloßen Springen wird das langsam nichts. Ich bin mir sicher, dass wir da einfach nur noch rein wollen. Oder wartet mal. Bestimmt super viel Sinn gerade, aber es lässt mich halt die ganze Zeit nicht los. Und wenn es halt wieder Munition ist oder irgendwas. Und wenn es halt eine Munition ist, dann gib doch her. Aber vielleicht kommen wir auf der anderen Seite raus und weiter oben. Das wäre auch total clever. Ja, nach Tod an, weil gleich wieder Dino auftaucht. Hallo? Ich muss mir sogar lang. Und noch ein bisschen hangeln. Und noch ein bisschen hangeln. Ja. Yeah. Da hinten auch noch mal eine Runde rum.
richtig toll. Oh nein, Coco, tut mir leid, dass ich die Tasse dahingestellt habe. Du hast es ja hierher geschafft. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der richtige Weg. Das kann nicht einfach nur so ein Secret sein. Oh mein Gott. Was ist das hier? 290 müsste auf jeden Fall was mit dem Springen zu tun haben noch. Das ist noch alles safe da hinten. Okay. Ich fühle mich so clever, weil ich das Ding benutzt habe. Jetzt hört sich wieder so an, als ob da irgendwo der Abfluss verstopft wäre. Jetzt mal schön auf gut Glück loslassen. Oh, geht ja wirklich tief hinab, sehe ich gerade. Nun, das hätte man ja irgendwie ein bisschen kommen sehen können. Ja. Schön, wunderschön. Wir wollen aber bestimmt noch irgendwie den Hebel ziehen. Das kann ich mich hier an wieder nicht erinnern. Ich glaube, hier rutschen wir dann einfach nur runter. Mir halt viel zu schräg aus da vor mir. Dann stürzt man da einfach in den Mixer des Todes und gut ist. Oh, guck mal, hinter uns gibt's auch noch irgendwas zu sehen. Hebel. war das der richtige? Ich glaube, die Perspektive war gerade ein bisschen verschoben, aber ja, wir kommen damit rüber. Ja, sehr gut. Macht doch schon mehr Sinn, wenn man die Dinger bewegen kann. Hinter mir ist kein Platz. Ein bisschen vorsichtig sein hier. Nicht abrutschen. Ich schätze, der wird an der anderen Plattform noch bewegen, so da hinten weiterkommen. Genau, die Frage ist, ob wir alles gerade richtig machen, so wie es aussieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt nochmal den Weg umlegen müssen. Sonst kommen wir ja nicht rüber, aber... Doch, doch, ich denke schon. Und hallo, John. Ich wünsche auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und willkommen zum Stream und so. Nee, nein, nicht, noch nicht hoch, noch nicht hoch. Bitte sag mir, dass ich das hier nicht für ein Secret mache. Oh, oder hat sich das jetzt wieder umgestellt? Nee, das ist richtig. Das Ding ist wieder alles richtig. Ach Gott, gut. Wobei aber auch erst
eine Plattform weiter ist. Also irgendwie müssen wir da nochmal irgendwo zwischendurch einen ziehen. Hebel. Ach Gott. Mein Rücken juckt schon. Mein Rücken juckt. Und müde wie immer. Oh. Gleich nicht mehr gut. Da unten ist halt noch irgendwie so ein Ding. Und da ganz, ganz unten sind Spitzen. Spitze, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob wir an den Dingern lang klettern dürfen. Habe ich gerade gespeichert? Ich tue es einfach nochmal hier. Und danke, Chris. Nein. Au. Ah, tut mir einfach nur weh dabei. Kann man nicht klettern. Kann man nicht. Jetzt kann man doch dran klettern und ich sollte vielleicht dran klettern, aber ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Ihr müsst unbedingt schreien, wenn ihr irgendwo in der Ecke seht, wo ich noch hingehen kann hier. Das habe ich jetzt umgelegt. Ich möchte, also ihr seht halt auch nicht mehr als ich. Aber ich mache hier gerade nochmal einen Zwischenstopp und gucke mir ihren Arsch an. Ist, dass er einfach weiterklettert. Ich kann nicht nach unten gucken oder sowas. Das ist äußerst unpraktisch. Weil hier muss halt wirklich noch irgendwo ein Hebel sein, irgendeine Plattform. Wartet mal, können wir hier ran runter? Oh ja, können wir, können wir. Ach Gott. Gut, 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 gut. Ich sag ja, irgendwie müssen wir hier nochmal rumklettern. Ja, rumklettern. Großartig. Weil sie ja so gut rumklettern kann. Um Ecken kann ich ja auch gut klettern. Oh Mann, ey. Ich wüsste halt echt gern, was jetzt hinter mir ist. Also da ist ja irgendwie nochmal so eine Form gewesen, so ein Loch. Liegt das nochmal hier? Völlig zu Recht. Also ich finde, das ist halt wirklich sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass ich mit... Also nicht mit Controller spiele, sondern halt mit Maus und Tastatur, aber... Oh. Schlimm. Also da unten war jetzt eine Ecke, das war eine Plattform. Aber gut, ich werde einfach auf gut Glück halt springen und dann mal gucken, was passiert, ne? Mach das mal von hier aus. Ja, ich bin halt schön ins Loch gesprungen, ne? Also das muss ich mir ja mal lassen. Und genau die Seite daneben wäre es gewesen, also direkt davor stehen. Nur muss ich von unten springen und ja gut. Oh, Gewinnerkekse. Gut gemacht. So, dann jetzt nochmal eine Runde klettern. Dinger habe ich umgestellt. Habe ich. Ich muss halt überlegen, ob ich heute nochmal einkaufen gehe oder ob ich es am Samstag mache. Es muss so schlimm, wenn irgendwie so ein paar Sachen fehlen und es ist relativ wichtig, mal Brot da zu haben, aber diese Lust ist immer so. Vor allem gerade jetzt.
Zu diesen Zeiten. So, ich meinte jetzt von ganz unten, oder? Nicht von dem Ding, was eigentlich super wichtig markiert ist, sondern hiervon. Au. Kacke. Nehmen wir vielleicht doch das Markierte. Ach, stimmt es halt, dass ich jedes Mal wieder rumklettern muss. Dankeschön, Eve. Oh, 550 Tode. Ja. Ah, mal gucken, was das Wochenende mit sich bringt. Ich hatte eigentlich überlegt, Bestrafungsstream zu machen, aber habe schon wieder neue Aufgaben bekommen. Und da mein Partner nicht so viel Zeit hat momentan, muss ich gerne schnell erledigt haben. Das kann sein, dass ich am Wochenende dann schon wieder keine Zeit dafür habe. Platsch. Ach Kacke, ich sehe einfach nicht, wie man da hinspringen soll. Das ist doch ärgerlich. Da unten ist es halt, wo ich hin will. Da unten. Kann ich nicht einfach so hinspringen? Versuch's mal mit einem einfachen Sprung. Nee. Nein, nicht einfach. Ach, Lara. Ich brauche jetzt ein bisschen Anlauf dafür. Ah, was macht sie denn immer? Ach, okay, cool, wir sind hier, aber das Problem ist, dass die Dinger noch zu sind. Scheiße. Hallo, ist hier noch ein Hebel? Suche einen Hebel. Ach, Mann. Was ist das für eine Kacke jetzt hier? Ihr wisst doch, ich bin hebelblind. Ich hätte, der macht das Ding da oben offen, dann kann man da reinklettern. Ach, Spiel, ich komme mir einfach aus. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel und, na, wie gesagt, ich mache eigentlich heute ein bisschen eher aus und will das ja auch meinen Worten Taten folgen lassen, von daher. Ich gucke hier beim nächsten Mal weiter. Also ich speichere hier unten mal noch ab, just for fun. Oh, aber ich sag's mal so, wenn man auch einfach ins Flugzeug irgendwie springen kann von der Stelle aus, würde ich es mal probieren beim nächsten Mal. Ansonsten, mal gucken. Vielleicht sehe ich sogar beim nächsten Mal, wenn ich den mit dem Patch hinbekomme, dann, wer weiß. Vielleicht leuchten dann die Hebel und schreien. Zieh mich, ich bin hier hinten. Das wäre so gut. Das würde helfen. Nee, aber ich würde euch jetzt mal sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, ein schönes Wochenende, denn ihr hört mich dann vermutlich erst wieder am Montag. Es sei denn, ich habe wirklich Zeit für einen Bestrafungsstream, aber ich sehe es noch nicht wirklich kommen. Und ja, bis dahin wird euch Eve noch ein bisschen bespaßen. Morgen zwar nicht, aber morgen ist auch Feiertag. Genießt den auch und bis zum nächsten Mal eben. Tschüssi!